Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, richtig geilen, sahnigen, tollen Tag. Ich bin super verschwitzt, das wollte ich euch mitteilen. Aber hier gibt es auch ebenfalls ein richtig, richtig, richtig geiles Gameplay, was ich vor kurzem hatte. Und ich möchte solche Erfahrungen ja gerne, gerne mit euch teilen. Das heißt, was haben wir? Grundsätzlich, wir springen sofort rein. Erstmal, holy fucking shit, was passiert hier gerade? Also holy shit, wenn ich das selber klären würde, dann würde ich sagen, dass Evelyn, den Gegner, aka diese Camille, die hier auch übel interessant aussieht, sieht aus wie so ein Flugzeug, mit ihrem Booty wegslappt. Ja, das ist super coole Geschichte. Was passiert hier in diesem Game? Grundsätzlich, meine Freunde, wir haben Quinn Midlane und Camille Jungle. Beides waren Premates. Beide hatten, ich glaube, das waren schon gute Smurfs. Ich glaube, die hatten 80% Winrate oder so. Und im Duo. Ich war Evelyn Jungle und hier der gute Echo. Ja, was passiert? Ich habe meinen Buff gemacht, bin direkt hier rübergegangen und habe die Vögel gemacht und dann kam Camille, die Blue Buff gemacht hat und sofort mich battlen wollte. Ja, diese Situation haben wir, ist ein bisschen fies, muss man auf jeden Fall sagen. Was jetzt allerdings passiert ist, wir machen das mal auf normal. Okay, das kann ich sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, was passiert ist, klar, ich falle sie so ein bisschen zurück, ich habe auch Red Buff, ist an sich eine coole Situation, jetzt kommt so ein bisschen zum Geplänke. Ja, beide Level 1, Echo Level 1, Quinn Level 1. Hat sich so ein bisschen, ja, ergeben, ne? Jetzt kommt natürlich die Situation, man will um den Taunty fighten, ne? Das will man einfach, ne? Der den Taunty kriegt, ist geil. Und ich dachte mir so, den will ich nicht abgeben. Ich habe auch Red Buff, ich wusste, dass sie hier drin ist, deswegen habe ich auch gequeued. Man muss sagen, Quinn ist in der Zeit kurz auf die Lane gegangen und ist Level 2 geworden. Sie hat einen Minion gehittet, Echo immer noch Level 1, ne? Das ist natürlich RIP. Botlane hat relativ die Gewalt, muss man sagen, also sie pushen gleich noch ein bisschen härter rein. Ja, was passiert? Grundsätzlich muss man sagen, das passiert. Ja. War auch klar, dass das passiert. Ich hatte auch keinen Charm ready zu dem Zeitpunkt. Das Problem ist einfach, Evelyns Level 2 ist echt scheiße. Weil der Charm ist zwar ein cooler CC, aber der Charm macht null Damage. Null. Auch wenn einige Leute das vielleicht glauben, der macht keinen Schaden. Der CC't nur. Der macht zwar indirekt Schaden, dass du die Magieresistenz vom Gegner runternimmst. Aber das ist im Early Game jetzt nicht so krass, vor allem weil das prozentual ist. Ja, ne, das passiert also. Und hier haben wir halt Level 2 gegen Level 1. Die Situation, was passiert ist, es ist GG. Na, ich sterbe. Echo wird auch abgeholt. Ja, Echo ist auch GG. Soraka kommt noch mit dazu, versucht zu helfen. Aber jetzt kommt natürlich deren gegnerische Botlane dazu. Und auch Soraka stirbt. Ja. Resümee, Minute 2:37. Die Gegner stehen 3-0 vorne. Ja, davon 2 Kills auf Camille. Und Soraka schreibt genau in diesem Moment GG. Na, over. Well played, ist durch das Thema. Ich bin natürlich ein Spieler, der niemals aufgibt. Mach mich also... Grundsätzlich muss man sagen, ich möchte hier niemanden blamen. Das war hundertprozentig mein Fehler. Ich hätte mit so einer schwachen W niemals mit der Camille fighten dürfen. Vor allem, wenn Quinn Level 2 geworden ist. Sie hatte halt doch irgendwie die Dominanz. Sie ist einfach ein Fernkampf-Champion. Das Richtige, was ich hätte machen können, ist... Ich meine, ich habe ja die Vögel sogar bekommen. Einfach hier hochzugehen, ne? Das war einfach komplett mein Bad. War nicht gut. Ich bin aber ein Champion, beziehungsweise ich bin ein Spieler, ein Champion bin ich auch. Ich komme mit Evelyn immer relativ gut ins Game rein. Das ist so eigentlich ungewöhnlich für einen Assassin, aber schaffe ich irgendwie, ne? Ja, weiter geht es, meine Freunde, mit diesem Schmuckstück. Und zwar, ja, Echo wurde gekillt von den beiden. Wie gesagt, sind super krasse Smurfs. Die haben einfach super gut zusammengespielt. Camille mittlerweile 3-0. Und natürlich auch so eine Evelyn, die willst du dir quasi gönnen. Das heißt, die gehen hier mir schon richtig ran. Ich wollte natürlich auch die XP und das Gold hier nicht abgeben. Das ist für einen Jungler unglaublich viel, was hier gerade an dem Turm stirbt. Das will irgendjemand auf jeden Fall einsammeln. Selbst wenn du das Gold nicht bekommst, die XP ist unglaublich wichtig. Ich war mir aber bewusst, dass es unglaublich gefährlich ist. Deswegen habe ich hier auch direkt die Camille gecharmt. Was jetzt passiert ist, ja, sie geht all in. Mein Flash war boosted, muss man fairerweise sagen. Aber ich bekomme hier einen Kill. Plus 600 Gold. Das war für mich insgesamt super worth. Plus 600 Gold, das ist richtig, richtig viel. Man muss natürlich jetzt ebenfalls auch sagen, ja, ich habe dann jetzt erstmal in den Chat geschrieben, sowas macht man manchmal gerne, manchmal nicht, dass ich geschrieben habe, why would you do that? Natürlich hatte ich ein bisschen Glück und mit Pech, ein bisschen Pech hätte die Camille das sogar vielleicht irgendwie gerade so überlebt, wobei sie natürlich auch kein Flash mehr hatte. Auf jeden Fall hat dann der Camille-Spieler gesagt, Quinn wird das carryen und dass ich ja eh bad bin. Na, deswegen könnten die das ruhig leisten, mir 600 Gold zu geben, weil Quinn das eh carryen wird. Das habe ich erstmal einfach so stehen lassen, darauf braucht man nichts sagen. Das ist einfach so. Das Game, muss man sagen, lief unglaublich scheiße. Es steht mittlerweile 4-10, Midlaners 0-4 und die Lane, wo ich noch Potenzial gesehen habe, war auf jeden Fall Top-Lane, weil Irelia mittlerweile 2-0 war. Ich habe da auch schon gegankt gehabt und deswegen habe ich es quasi hier auch nochmal geschafft, ihn abzuholen. Das war quasi so die Lane,
ne, die ich nach vorne bringen kann. Irelia ist einfach eine super, super geile Lane. Und deswegen gankt man auch die Lanes, die bereits sehr, sehr gut stehen, weil da einfach super einfach ist. Ne? Da brauchst du nur hingehen und mehr oder weniger was abholen, anstatt so eine Losing Lane wie in der Mitte, wo... Ne, oder Botlane war jetzt auch sehr, sehr schwierig. Im Prinzip hat nur Toplane gewonnen. Ich stand noch 3-3, ist okay, aber unsere Botlane war schon komplett am Tilten und unser Midlaner auch. Und... Ja, was soll ich hier zu sagen? Das ist halt komplett GG, ne? Das heißt, Echo ist schon tot, sehe ich gerade, und ich auch, ne? GG. GG. So, wir sind mittlerweile bei der 13. Minute angekommen und hier ist es so, Quinn mittlerweile 517, Kamel mittlerweile 724. Ja, das heißt, die beiden rasten komplett aus, vor allem Quinn mit Stormraiser ist natürlich GG. So eine Quinn, die will immer fighten, ne? Die will einfach immer fighten. Das könnt ihr euch grundsätzlich immer merken. Quinn ist der Todes-Throw-Champion des 13., des 14. und des 15. Jahrhunderts. Komplett gegeben. Wenn der Champion fett ist, ihr könnt davon ausgehen, dass das Game immer noch feeden wird. Das ist wie so ein Einweg-Express. Je schneller du fliegst, umso schneller feedest du auch. Auf jeden Fall ist es so, dass sie natürlich jeden Fight nimmt. Wir sehen auch super geiler Damage hier. Aber sie wird hier getroffen von dem Irelia-Dings. Und ja, ich kriege hier quasi einen Kill. Plus 675 Gold. Super juicy, super lecker, super sahnig, super geil. Ne, richtig, richtig geil. Was nicht so geil ist, ist unser Midlaner, der mittlerweile 0-6 steht. Aber ich habe ihn nicht geblamed. Also ich blame ja sowieso niemanden, ne? Ganz klares Ding. Aber im Prinzip hat er die Lane, er hätte sie defensiver spielen können und er wurde hart gecampt. Und ich habe ja ein bisschen seine Lane verkackt, dadurch, dass ich diese Situation da im Early Game mit Camille geforst habe, ne? Deswegen, aber wie gesagt, ich würde eh nicht flamen. Jetzt wird es langsam allerdings spannend. Wir wollen ja auch mal zu irgendeinem Punkt kommen. Wir haben aktuell 29, ist also eigentlich nach meinen Verhältnissen, wo ich sagen würde, ist noch alles absolut drin. Ja, ich bin unsichtbar, muss man sagen. Glaube ich zumindest, sieht auf jeden Fall so aus. Quinn Express, ne? Habe ich gerade kurz ganz bisschen angeschnitten. Ne, sie sieht mich nicht, sie sieht nur Kate, ne? Muss man reingehen. Fliegt jetzt hier quasi drauf. Na? Und wird quasi von mir auch direkt mit angegangen. Kannst du sofort abholen. Quinn ist einfach Feed Express 43.000. Problem dabei ist, dass Kate jetzt sterben wird. Ich greede hier ein bisschen her. Was heißt greeden? Ne? Das kann man auch machen, wie ich denke. Aber, ja, Camille ist zur Stelle. Ich komme jetzt noch so ein bisschen raus. Werde aber definitiv noch mit abgeholt. Auch hier wird abgeholt. Und auch Echo. Das können wir uns mal anschauen. Ich habe das ehrlich nicht gesehen hier unten, was der hier gemacht hat. So, schauen wir doch einfach mal. Er geht hier rein. Trifft seine Dings nicht. Seine Q trifft. Ja, Auto-Tag, der macht halt einfach keinen Schaden. Nur gut, er stirbt und auch Soraka hier in der Mitte wird abgeholt. Und jetzt, ja, was soll ich sagen, Leute? Er steht 10-24, Midlane 7-3-8 und auch Camille ist 9-2-6, also komplett GG. Eigentlich nur die beiden, Toplane hatte noch relativ verloren, ist mittlerweile wieder reingekommen. Echo 0-8, Kate 0-3, Soraka 0-4. Ich habe, also zu diesem Zeitpunkt hat mein komplettes Team surrendered. 4 Leute haben Surrender eingegeben und nur noch ich hätte, sie heißt sogar so ein OTP, und nur noch ich hätte Ja drücken müssen und das Game wäre over gewesen. Jeder hätte schnell ins Game kommen können. Ich habe aber Nein geschrieben und ich habe geschrieben, we got this. Na, we got this. Das habe ich auch sogar schon vorher geschrieben. Vorher war es so, ich hatte es schon bei Minute 8 oder so geschrieben, we got this. Ich glaube sogar bei Minute 3 hatte ich schon geschrieben nach dieser Aktion. Und da kam vor allem immer Soraka. Soraka war Typ, so todestoxisch, das hat immer geschrieben. Ja, sie hat mich damit aufgezogen. Sie hat so gesagt, so, nachdem wir gestorben sind, we got this. So, ne? Um mich so ein bisschen ironisch so, ne, kaputt zu machen. Sie hat, also sie war richtig abfällig. Aber unser so ADK, der war auch ziemlich toxisch. Vor allem hat der permanent versucht aufzugeben. Die ganze Zeit, ne? Irelia war noch im Rahmen, hat aber zu diesem Zeitpunkt aufgegeben. Ich bin der Einzige, der Nein gedrückt hat und gesagt, we fucking got es. Ne? Es musste jetzt also langsam mal was passieren. Na, und hier kommt natürlich meine Stärke als Evelynn-Spieler zum Vorschein. Je mehr die Gegner gewinnen, umso unvorsichtiger werden sie. Ne? Ich bin unsichtbar, sieht man immer relativ schlecht, aber wenn diese Form ist, dann bin ich unsichtbar. Das heißt hier, ne, ganz wichtiges Ding, ich habe jetzt erst die Q gecastet und dann die W. Ne, zack, direkt geslaut. Sofort geslaut, ist ziemlich cool. Sofort abgeholt, ne? War out of position, lecker Geld für mich. Nehme ich an. Klar, also... Echo hat den Kill bekommen, 181 ist jetzt nicht so geil. Aber wie man den Stats sieht, klar, ich hatte auch 6 Tode, aber ich hatte die ganze Zeit Bock. Ich habe niemals gesagt, ich habe keinen Bock, ich hatte immer Bock. Ne? Unsere Botlane hatte gar keinen Bock. Die haben die ganze Zeit nur gesagt, ne, können wir nicht gewinnen, we got this, ironisch. Ne? Feed Express, meine Freunde. Feed Express geht instant, was ist denn das für eine riesige Zahl? Geht instant drauf, aber ich bin da. 450 Gold da hinten auf meinen Nacken drauf. Nehme ich an. Lecker. I take. Quinn. Feed Express. Immer. Jedes Mal.
Kann man so sagen. Vielleicht sollte ich mich demnächst auch umbenennen in Ich hab Bock Tobi, ne? Hier. Zack. B drauf. Hingelaufen. Q. Oh mein Gott. Das war so gut gemacht von mir. So, also das Ganze nochmal angeschaut. Ich hab Bock Tobi geht hier hin. Denkt sich, Luschen hat auch Bock. Aber negativen Bock. Ne? Hier. Klar, jetzt, ne? Ich wusste klar, er will safe dodgen. Bang! Outplayed an dieser Stelle und den Kill getaked. Ich hab Bock, Tobi hat Bock und Kills. Geil gemacht, ne? Play der Woche und des Monats und des Jahres. Schön. Ich hab Bock, Tobi hat aber noch mehr Bock. Weiter geht es direkt in der Mitte, wird wieder gebettelt, ne? Mittlerweile 9-6, Lichbang kurz vor der Fortigstellung. Geh hier hin, mach irgendwas und krieg einen Kill, ne? Schön. Keine Ahnung, was passiert ist, aber schön. Kill für mich, nehme ich. Drinne mehr. Musst du nur CC'en, ist ein Free-Kill. Und hier, jetzt kommt der Damage. Bumm. Weg. Weg. Das Ding ist, wenn du Tunnelmer töten willst, musst du einfach nur so viel Burst machen, dass der einfach gar nicht ultet. Der muss nicht klarkommen auf sein Leben. Camille, Throat-Champ, Irelia. Na, hier kommt, klar, Kate, egal. Ich hab Bock, Tobi hat immer noch Bock. Wird leider gekillt, aber Bock hat er trotzdem. Na, schön, 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 schön. So, weiter geht es. Und zwar mit Baron-Play und dem Ich hab Bock, Tobi. Na, hier oben, Baron-Geschichte, super fies, droppt relativ low. Ich charme hier. Mach auch Tunnelmer direkt wieder. Der wird einfach aus seinem Leben gelöscht. Ne? Wenn du gelöscht wirst, kannst du nicht ulten. Das ist Regel Nummer, ich glaube, 37 oder so. Ja, auf jeden Fall ist natürlich jetzt noch die Baron-Situation. Die Gegner sind hier rausgegangen. Lucian ist noch hier unterwegs. Ja, ich bin relativ low, muss man dazu sagen. Ich versuche mich jetzt hier schnell wieder unsichtbar zu machen. Gehe jetzt hier für irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ne, ich gehe für krasse Lucian-Plays. Absolut kalkuliert. Ah, wer kriegt den Baron? Ich weiß es gerade echt nicht. War natürlich Ironie, weil ich ein krasser Banger bin, hole ich natürlich auch diesen Baron. Obwohl Camille, keine Ahnung. Also sie hat mich noch gestorben. Ja, wir haben jetzt Baron und spätestens nach diesem Fight. Ich gestorben, 12 Kills. Gegnerische Team komplett tot, wir Baron. Hat mein Team gesagt, hey Tobi. Also sie haben nicht gesagt, hey Tobi, aber sie haben gesagt, hey Tobi, wir sind alle so scheiße und du hattest recht. Nein, aber sie haben wirklich gesagt, we got this, ne? Und dann diesmal ernst so. So, oh my fucking God, so, du hattest recht, ne? Also, vor allem die Soraka, die war halt pur todestoxisch, aber holy fucking McWoley, kann man da sagen. Ich meine, Caitlyn, wenn wir ehrlich sind, hat danach nach einer Minute nochmal surrendert und nach einer Minute nochmal und danach nochmal, auch wenn wir hier gewonnen haben, weil sie wahrscheinlich einfach keinen Bock auf das Game hatte und weil AD Carry halt, ich suche mir nicht aus, war so, wie es ist, ich denke mir das auch nicht aus, ne? Aber Irelia war halt so neutral. Irelia war relativ gut dabei und sie hatte Bock zu spielen, aber nur solange der Surrender-Vote nicht geklappt hat, weil eigentlich wollte sie surrender, ne? Hat sie auch. Wie das so ist, wir haben Leute versucht zu catchen, es lief auch relativ gut. Irelia mittlerweile 7-3-6, ich war auch 14-8, war relativ dick. Und als Evelynn-Spieler willst du immer die Leute noch chasen, das ist einfach so, ne? Und viele wissen das auch, viele denken sich, ja, ich laufe ein paar Meter und dann bin ich safe. Das heißt, ich verfolge sie so ein bisschen hier wie so ein Stalker, das habe ich raus. Und dann weiß ich, sie ist da drin. Ich wusste, dass sie da drin ist. Vor allem gibt es einen sehr, sehr guten Indikator. Sobald du dein Ausrufezeichen über den Kopf siehst, weißt du, auch wenn du keine Vision in den Busch hast, da ist Böses im Busch. Ne, und ich dachte mir, eigentlich kann ich das vielleicht fighten, aber ich hatte auch keine Ultimate. Und sie kriegt natürlich das fette Shield, ich verfehle meine Q. Und im Prinzip ist Camille eh komplett GG. Also, ja. Das war sehr, sehr tragisch, denn es kommen sollte Teamfight. Gutes Deutsch. Das heißt, was ist eigentlich überhaupt die Message von diesem Video? Ich wurde gecatcht, weil ich greedy war bei Minute 25, was gerade zumindest in diesem Game echt absolutes Late-Game schon war, muss man irgendwie einfach mal sagen, weil die ganze Zeit geteamfightet wurde etc. Ich wurde gecatcht und auch Caitlyn hat sich wieder catchen lassen und hatte einfach keinen Bock auf das Spiel. Und dadurch, ja, die Gegner haben jetzt komplett geteamfightet, die waren jetzt mehr oder weniger hier alle am Start, kamen alle in die Mitte, haben wir auch das Spiel verloren, das ist die Message von diesem Video. Aber es gab noch eine sehr, sehr interessante Situation in der Mitte. Ja, wir haben nämlich Irelia, die mittlerweile relativ dick war mit 7-3-6. Und das, was nämlich jetzt passiert, unglaublich, könnte ich ein Thumbnail packen, ist, dass wir nämlich einfach komplett, Irelia rastet komplett aus. Nimmt einfach alles mit. Ja, Irelia rastet komplett aus, da kommt nochmal Quinn Feed Express mit rein. Feedet auch schön, ne? nimmt sogar Echo nochmal mit. Aber ich bin jetzt auch wieder mittlerweile am Leben. Ja, aber was passiert?
Wir haben dieses fucking Game einfach gewonnen. Wir haben es gewonnen. Das heißt, hier gab es nochmal einen Teamfight irgendwie. Wir können mal reinschauen. Alle Gegner sind explodiert. Alle Gegner waren scheiße. Ich habe geschrieben, das ist der beste Moment eines Lebens. Ich habe geschrieben, 600 Gold, Evelyn, too bad, Quinn Carey. Damit war mein Leben komplett erfüllt. Die Lehre davon ist, wenn ihr counterflamen wollt, macht das immer am Ende des Games. Ich hatte letztens zwei Boys von irgendwas AEQ was, ich weiß nicht, ob die wirklich in AEQ waren, die haben mich auch am Anfang direkt disrespected, ne, von wegen, Tobi, gib mir mal Champions, um Gold zu werden, ne, und mach mir mal, wie werde ich besser, mach mal Guide und so, ne, aber so ein bisschen abfällig schon, muss man einfach sagen. Und ich habe das ganze Game nicht drauf geantwortet, mit zwar auf so einem Niveau gebe ich mich auch gar nicht ab, aber am Ende habe ich dann geschrieben, ja, ne, vielleicht spielt einfach mal Talon, dann wird das auch was mit der Elo. Na, das ist einfach der perfekte Disrespekt. Ihr braucht gar nicht mit solchen Leuten diskutieren. Lohnt einfach gar nicht. Einfach das Game am Ende gewinnen. Weil das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist zurückflamen und dann vermöbeln sie euch, ne? Und dann ist Evelyn vielleicht doch tatsächlich bad. Auf jeden Fall haben wir dieses Game. Vier Leute haben bei Minute 15 aufgegeben. Sie hatten keinen Bock zu spielen. Alle von ihnen haben mich... Ich weiß es nicht. Alle meine Teammates haben mich ausgelacht. Sie haben mich wirklich ausgelacht, ja. Sie haben über mich hergezogen, dass ich geschrieben habe, we got this, dass wir dieses Game gewinnen könnten. Und was ist, meine Freunde? Wir haben dieses fucking Game gewonnen. Wir haben dieses fucking Game gewonnen. Ich hätte nur Ja drücken müssen und das Game wäre over gewesen. Alle von uns hätten Minus-LP gemacht und ich wäre vielleicht, keine Ahnung, kacke. Aber ich bin geil und deswegen, ich glaube, Mentalität Challenger, kann man echt sagen. Oder Challenger-Mentalität. Nee, andersrum. Mentalität, Stufe, Challenger. Ganz klares Ding. Ne, also, ich muss einfach sagen, es gibt in LoL viel zu viele Leute, die einfach nur das nehmen, was free ist, ne? Entweder das Game ist von vornherein komplett free, oder sie haben keinen Bock, es zu spielen, geben sofort auf, ist eh over, ne? Manchmal muss man einfach mal ein bisschen kämpfen. Das fuckt mich übel krass in LoL ab. Ne, es wird euch nicht einfach alles hinterhergeworfen. Manchmal muss man dafür kämpfen. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder irgendwie auch, wenn nicht. Ist mir auch egal. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Und tschüss.